Hey, willkommen zurück am Donnerstag. Schön, dass du wieder da bist. Heute verrate ich dir die drei wichtigsten Denkweisen, die du brauchst, die der wichtigsten Mindset, sagt man ja auch, die du brauchst für ein erfolgreiches Leben. Am Ende dieses Videos und das beste und wichtigste Mindset kommt zum Schluss. Am Ende dieses Videos wirst du das Wissen haben, was du brauchst, um ein erfolgreiches Leben zu führen, egal in welchem Bereich, egal ob im Frauenbereich, im Fitnessbereich oder in irgendeinem anderen Bereich deines Lebens. Also die erste wichtigste Eigenschaft und all diese Sachen, die ich dir jetzt erzähle, die weiß ich aus meinen mittlerweile über 5 Jahren Erfahrung als Trainer, meinen über 10 Jahren Erfahrung als Mensch, der sich mit diesen Themen beschäftigt, aber auch von meiner eigenen Erfahrung und der Erfahrung vieler Freunde, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Und ich habe aus all diesen Jahren das Beste zusammengenommen und hier in dieses Video gepackt. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, was sind die wichtigsten Eigenschaften, und die will ich dir jetzt hier mitteilen. Und die erste Eigenschaft oder die erste Denkweise ist: wenn ich es nicht tue, dann macht es niemand. Wenn ich es nicht tue, dann passiert es nicht. Und man könnte sagen, wenn ich es nicht tue, dann passiert es nicht, gleich Verantwortung. Verantwortung ist das Erste. Also wenn du diese Einstellung hast, wenn du es nicht tust, dann macht es niemand. Wenn du es nicht tust, dann passiert es nicht. Dann kannst du dir sicher sein, dass Dinge in deinem Leben passieren. Denn dann bist du immer auf der aktiven Seite und nicht auf der passiven Seite. Dann wartest du nicht darauf, dass irgendwann sich das mit den Frauen mal regelt oder irgendwann die passende Frau daherkommt, sondern dann suchst du die passende Frau oder kümmerst dich darum, dass du wenigstens dich in Situationen begibst, wo du theoretisch erstmal eine Frau kennenlernen kannst. Ja, es geht ja nicht darum, 24 Stunden jetzt eine Frau aktiv zu suchen. Das ist ja nicht der Punkt. Du sollst nicht 24 Stunden auf der Straße rumlaufen zum Beispiel. Das ist nicht der Punkt. Aber du solltest dich aktiv in die Lage versetzen, Frauen kennenzulernen. Ob du dir jetzt eine Dating-App holst, eine Online-Dating-App, oder ob du jetzt auf die Straße gehst und Frauen kennenlernst, oder ob du jetzt in irgendwelche Vereine gehst oder dir Freundeskreise aufbaust. Hauptsache, du gehst aktiv daran. Denn wenn du es nicht machst, dann macht es niemand. Und du glaubst gar nicht, wie viele Leute diese Einstellung haben: ich lasse das von anderen von mir machen. Und dann wundern sie sich am Ende, wenn sie an irgendeinem Punkt in ihrem Leben stehen, wo sie eigentlich gar nicht stehen wollten. Das liegt dann einfach daran, dass sie sich niemals selbst bewusst Gedanken darüber gemacht haben, was sie eigentlich wollen. Und das macht fast niemand, weil das ein ziemlich schwieriger Gedanke ist. Es ist halt einfacher, dir sagen zu lassen von außen: so wird's gemacht, das mach jetzt. Ja, es ist einfacher, es ist relaxter. Das ist der Vorteil davon. Der Nachteil ist, dass du irgendwann höchstwahrscheinlich in einer Situation landest, die dich unglücklich macht, auf die du keinen Bock hast. Du endest mit einer Frau, auf die du keinen Bock hast, dann kriegt ihr Kinder, dann trennt ihr euch, weil du merkst oder weil ihr merkt, was ist das eigentlich für ein Idiot an meiner Seite? Und dann hast du das ganze Chaos, was Leute haben, die zu mir kommen, nach zum Beispiel einer Trennung und so weiter. Und das kannst du dir sparen, wenn du aktiv an deinem Leben arbeitest. Wenn du die Einstellung hast, und das ist die erste wichtige Einstellung: wenn ich es nicht mache, wenn ich nicht in Handlung trete, dann macht es niemand. Das übersetzt sich übrigens auch in: wenn ich die Frau nicht führe, dann führt niemand. Wenn ich mich nicht darum kümmere, dass mit der Frau was passiert, dass, keine Ahnung, wir rummachen, dass wir den nächsten Schritt gehen, dann macht es niemand. Das heißt nicht, dass es niemals niemand macht. Irgendwann macht es die Frau einfach, weil sie sich denkt, kann der mal hinne machen. Aber in den meisten Fällen musst du diese Verantwortung übernehmen, musst du diesen Schritt gehen, wenn du erfolgreich in deinem Leben werden willst, egal in welchem Lebensbereich. Die zweite Sache, und das ist eine ehrliche Einstellung von mir, ist: alles ist okay, so wie es ist. Und man könnte sagen, alles ist okay, so wie es ist, gleich Akzeptanz. Das ist auch ganz wichtig, denn angenommen, du bist schlecht mit Frauen oder angenommen, du hast nicht den Erfolg mit Frauen, den du dir wünschst, und jetzt gehst du her und sagst, ich möchte das ändern. Und du fängst an, das zu verändern. Aber gleichzeitig bist du sauer auf dich, dass es immer noch genauso ist, wie es ist. Das heißt, du hasst dich dafür, du willst unbedingt weg, du willst es vermeiden, in dieser jetzigen Situation zu sein, weil du die jetzige Situation hast, also du akzeptierst die Situation nicht. Das ist schlecht, denn damit machst du dir selbst ganz, ganz viel Stress und tust dir selbst ganz, ganz viel Ungutes, dir und auch deinem Selbstbewusstsein. Weil du wirst halt nicht von heute auf morgen erfolgreich mit Frauen. Das braucht eine Zeit. Und wenn du es in dieser Zeit nicht schaffst, zu akzeptieren, dass Dinge so sind, wie sie nun mal gerade sind, dann gibt es Probleme. Wenn du abnehmen willst und du nicht akzeptieren kannst, dass du gerade noch nicht dünn bist, dann wirst du mega viele Probleme bekommen, weil es dauert, bis du abgenommen hast. Und wenn du jedes Mal dich selbst hast und jedes Mal dich selbst fertig machst dafür, dass du noch nicht da bist, dafür, dass es so ist, wie es ist, wenn du das nicht akzeptieren kannst, dann fügst du dir selbst ganz, ganz viel Leid zu und hast auch
unglaublich viele Probleme, dann geht es viel schlechter voran. Ja, du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, wie motiviert du bist, wenn du dir jedes Mal nach dem Fitnesscenter und denkst, verdammt, ich bin noch nicht da, ich will nicht, dass es so weitergeht, ich will nicht mehr, dass es so ist. Dann greifst du irgendwann auf irgendwelche Schnelllösungen zurück, wie Abnehmtabletten oder Fettabsaugung oder keine Ahnung was oder irgendwelche Crash-Diäten, weil du es halt sofort ändern willst. Das ist doch das Ding, deswegen gibt es doch diese Crash-Diäten oder diese ganzen komischen Diäten in irgendwelchen Frauenzeitungen. Die sind deswegen da, weil die Leute nicht akzeptieren wollen, dass es gerade noch nicht so ist, wie sie wollen. Deswegen wollen sie es ganz, ganz schnell machen. Aber ganz, ganz schnell geht das nun mal einfach nicht. Denn wenn du fett bist, dann bist du auch nicht ganz, ganz schnell fett geworden, sondern über Zeit. Wobei Fett werden meistens ein bisschen fixer geht. Aber du weißt, was ich meine. Du verstehst generell, was ich meine. Und deswegen ist es wichtig, dass egal an welchem Punkt du gerade bist, dass du sagst, hey, so wie es ist, ist es in Ordnung. Und jetzt kümmere ich mich darum, dass es noch besser wird. So wie es ist, ist es in Ordnung und jetzt trete ich in Handlung. Und dann trittst du auch in eine starke Handlung, dann trittst du auch ordentlich in Handlung und nicht so halbarschig. Dann sabotierst du dich nicht die ganze Zeit noch selbst. Du kannst dir das vorstellen, als wenn du ein großes Schiff fährst und das ist eigentlich ein ganz schön schnelles Schiff. Aber statt einfach schnell zu fahren und am Ziel anzukommen, nimmst du so einen fetten Anker, schmeißt den ins Wasser und er zieht dich die ganze Zeit wieder zurück. Das ist genau das, was passiert, wenn du diese Einstellung hast, nein, es ist nicht okay, wie es ist und ich will, dass es anders wird. Aber wenn du weißt oder wenn du dir denkst, wenn du überzeugt davon bist, es ist so okay, wie es ist und jetzt kümmere ich mich darum, dass es noch besser wird, dass es anders wird, dann hast du nicht diesen riesen Anker, der dich immer wieder ausbremst. In allen Bereichen. Ja, das ist eine der ersten Sachen, die ich immer wieder, gerade mit jüngeren Coaching-Teilnehmern, muss ich das immer wieder klären und muss denen nochmal vermitteln, ganz deutlich. Es ist vollkommen okay, dass es noch nicht super läuft. Wir sind erst 2-3 Wochen im Coaching. Entspann dich. So, ja. Und selbst wenn wir schon längere Zeit im Coaching sind, es ist nun mal an der Stelle so, wie es ist. Es wird besser werden. Hab Geduld. Dinge brauchen ihre Zeit. Ja. Und das Problem ist, in unserer heutigen Zeit wird alles immer schneller und wir denken, dass alle Prozesse schnell verlaufen, aber es verlaufen nun mal nicht alle Prozesse schnell. Ja, unser technischer Fortschritt zum Beispiel, das geht relativ rapide nach oben. Aber solche Sachen wie körperliche Veränderungen, wie Flirten lernen, wie entspannt werden im Umgang mit Frauen, Erfolg mit Frauen, das sind Sachen, die brauchen ihre Zeit. Du kannst diesen Prozess nicht abkürzen, indem du dir eine Sofortlösung holst, indem du dir das nächste Datingprodukt von jemandem holst, der dir sagt, mit diesem einen Satz kriegst du jede Frau. Und dazu kann ich dir eine Geschichte erzählen. Ich hatte tatsächlich mal jemanden getroffen, der hat mich gefragt, Tim, ja sag mal, was ist denn eigentlich jetzt dieser eine Satz, mit dem man jede Frau bekommen kann? Und ich habe ihn angeschaut und dachte mir, was meinst du? Was soll das für ein Satz sein? So einen Satz gibt es offensichtlich nicht. Er war überzeugt, es gibt einen Satz, mit dem man alle Frauen bekommen kann. Ist natürlich der komplette Blödsinn. Nichts gegen ihn. Ist ja okay. Ja, er ist einfach komplett in die falsche Richtung. Aber das zeigt mal, wie extrem das teilweise ist. Also, wenn du erfolgreicher werden willst, wenn du irgendetwas werden willst, wenn du irgendwas verändern willst, dann sei damit in Ordnung, so wie es jetzt ist. Das ist so elementar, so wichtig. Und jetzt zur dritten Einstellung. Und ich habe dir versprochen, dass es die wichtigste Einstellung ist. Also meiner Meinung nach ist das eine der größten Veränderungen, Mindset- und Einstellungsveränderungen, die du machen kannst auf dem Weg zum Erfolg mit Frauen und so weiter. Und zwar ist das die Einstellung, dass alles passiert für mich und alles passiert für meine Weiterentwicklung. Ich gebe dir ein Beispiel. Jetzt nehmen wir mal an, du trennst dich von deiner langjährigen Beziehung. Ihr wart 2-3 Jahre zusammen und jetzt trennt ihr euch. Wenn es dir wie jedem anderen geht, dann wirst du wahrscheinlich mega niedergeschlagen sein nach der Beziehung. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, niedergeschlagen zu sein nach der Beziehung. Das gehört nun mal dazu. Wenn etwas sehr schön war, hat es auch das Potenzial, sehr scheiße zu sein. Das ist einfach ganz normal. Das ist Dualität. So läuft das nun mal in der Welt. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Es ist nämlich, wie es ist. Und das ist okay so. Da wären wir wieder beim zweiten Punkt. Also. Die Trennung, du fühlst dich scheiße. Und es gibt Leute, die gehen da nach der Trennung hin und denken sich sowas wie, warum passiert das mir? Wieso musste das passieren? Bla bla bla. Und die sind sauer auf sich selbst, die sind sauer auf die Frau, die sind sauer auf die Situation an sich und denken sich, scheiße, ich werde nie wieder so eine Frau finden oder jetzt wird es ganz schlimm oder jetzt geht es mir richtig scheiße und ich weiß gar nicht, wie ich da wieder rauskommen soll. Und ich denke mir in diesem Moment immer, das passiert für mich und für meine Weiterentwicklung. Und weil ich das denke und weil ich das immer schon gedacht habe, sind meine beiden Trennungen, also großen Trennungen von wirklich langen Beziehungen, sind für mich gut verlaufen, immer. Die haben immer dafür gesorgt, dass ich mich weiterentwickeln konnte. Das muss nicht heißen, dass du dich unbedingt, ein riesiger Trecker, das muss nicht heißen, dass du dich unbedingt positiv weiterentwickelst. Es kann auch sein, dass du dich erstmal negativ weiterentwickelst, um dann zu einem späteren Zeitpunkt dich positiv weiterentwickeln zu können. Aber alles, was passiert in deinem Leben, passiert für deine Entwicklung und
für dich. Das ist ein ganz, ganz krasses Mindset, was ist auch, das ist auch schwer zu adoptieren. Also schwer zu adaptieren, nicht adoptieren, schwer zu adaptieren. Weil stell dir mal vor, dir wird dein ganzes Geld irgendwie vom Konto geklaut und du verlierst dein ganzes Geld, weil du irgendwas, keine Ahnung, irgendeinen Fehler gemacht hast im Unternehmen oder jetzt als Beispiel. Ne? Es ist schwer, das so zu sehen, dass das ist für mich passiert. Aber wenn du das so siehst, wenn du verstehst, das ist für mich passiert, das ist für mein Wachstum passiert, dann, weil wenn, angenommen, du stehst vor dieser Situation, ja, du hast dein ganzes Geld verloren, deine Firma ist jetzt pleite gegangen. Okay, was könnte da für dich spielen? Was könnte das mit Wachstum zu tun haben? Das könnte mit Wachstum zu tun haben, dass du wieder kreativ wirst und zusiehst, dass du eine neue Firma gründest. Das könnte mit Wachstum zu tun haben, dass du mit enorm vielen negativen Emotionen konfrontiert wirst und besser lernst, mit diesen negativen Emotionen umzugehen und dadurch stärker wirst, charakterlich stärker wirst. All die Dinge, die in dem Leben passieren, in deinem Leben passieren, du kannst davon ausgehen, dass die für dich passieren und dass die immer zur Weiterentwicklung führen, auch wenn das in dem Moment vielleicht nicht so wirken mag. Und das ist eine ganz wichtige Einstellung, weil wenn du diese Einstellung hast, dann ist es halt so Game Over mäßig. Dann sind Probleme Game Over. Dann gibt es im Grunde keine Probleme mehr, sondern immer nur Situationen, die auf irgendeine Art und Weise für dich funktionieren und für deine Weiterentwicklung. Und das heißt nicht, dass du das in dem Moment so erkennst. Ja, wenn die Trennung da ist und du fühlst dich scheiße, dann denkst du dir bestimmt nicht so, yay, da ist die Weiterentwicklung, das ist alles so positiv, sondern du denkst dir, was für eine Scheiße. Und das ist ja auch vollkommen okay. Aber diese Sachen funktionieren oder arbeiten für dich und für deine positive Weiterentwicklung. Nimm mal diese Einstellung und prüf die mal an verschiedenen Situationen in deinem Leben, die bereits passiert sind. Ja, geh mal verschiedene Situationen in deinem Leben durch, die passiert sind, die man als schlechte Situation oder schlechte Ereignisse bezeichnen würde. Geh die mal durch und guck mal, was daraus entstanden ist. Guck mal, wie da Wachstum oder Positives daraus entstanden ist. Und du wirst überrascht sein, wie du wahrscheinlich bei allen Situationen, die erst so eine Art Trauma waren, die erst was richtig Schlimmes waren, tatsächlich etwas Positives am Ende dabei rumgekommen ist und sei es innerer Wachstum. Ganz, ganz wichtige Einstellung für Erfolg, denn wenn man diese Einstellung nicht hat, dann wird man sich nicht erfolgreich fühlen können. Ja, denn dann fühle ich mich ja auch erfolgreich, wenn die Trennung kommt. Wenn die Trennung dann kommt, dann muss ich mich nicht unerfolgreich fühlen, sondern ich weiß, okay, auch das trägt nur wieder zu meinem Wachstum, also zum Kommen von mehr Erfolg bei. Das ist so elementar und das gehört auch viel mit dem zweiten, mit der zweiten Einstellung zusammen. Ich hoffe, das erkennt man an dieser Stelle, wenn man darüber nachdenkt. Und gehört auch viel mit der zweiten Einstellung zusammen, denn das hat was mit Akzeptieren zu tun. In dem Moment, wo ich sage, okay, das passiert für mich, das passiert für meine Weiterentwicklung, fällt es mir auch leichter, das zu akzeptieren. Das heißt, diese beiden Einstellungen spielen so ein bisschen ineinander. Ja, und natürlich wirst du dadurch auch handlungsfähiger und bist eher bereit, Verantwortung zu übernehmen. Und das spielt wieder in diese erste Einstellung mit. Wenn du diese drei Einstellungen in deinem Leben kombinieren kannst, wenn du diese drei Einstellungen adaptieren, nicht adoptieren kannst, dann ist Game Over. Dann musst du dir um Erfolg in deinem Leben keine Sorgen mehr machen. Weil die erste Einstellung wird dich zum Handeln bringen. Weil wenn du es nicht machst, macht es ja keiner. Die zweite Einstellung wird diesen Anker vom Boden hochholen, der dich immer zurückgehalten hat, der dich immer wieder zurückzieht, wird dir dabei helfen, Dinge zu akzeptieren, die auch mal nicht so laufen, wie sie laufen sollen, denn das gehört dazu. Das gehört zu einem Erfolgsweg dazu. Und die dritte Sache wird dir helfen, diese nicht funktionierenden Dinge, diese Sachen, die nicht so sein sollten, wie sie sind, die dummen Dinge, die passieren, die schlechten Ereignisse, die Traumata, die passieren, die Trennung, die passieren, das wird dir dabei helfen, die Dinge in ein richtiges, positives und sinnvolles Licht für dich zu rücken. Und so können all diese Dinge zusammenwirken. Und das kannst du dir dann ungefähr vorstellen, als würdest du deine Rakete, die zum Mond fliegt, mit richtig krassem Benzin betanken, also mit richtig krassem Raketentreibstoff, oder du betankst sie mit Wasser. Du kannst dir ja vorstellen, wie schnell dann diese beiden Raketen auf dem Weg zum Mond sein werden. Und das ist halt die Frage, wie möchtest du deine Rakete betanken? Mit ordentlich gutem Treibstoff? Oder mit Wasser und dadurch nicht vorankommen. Und passend zum Ende meines Videos kommt der Trecker hier wieder vorbeigefahren, um mir so ein bisschen Lärm ins Video zu machen. Aber ist okay, kann ich halt nicht ändern gerade. Schön, dass du dabei warst. Hier oben links in der Ecke kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für einen der letzten Coaching-Plätze in diesem Jahr bewerben bei mir. Und unten links in der Ecke geht es zum letzten Video auf diesem Channel. Ich freue mich schon auf eure Kommentare in der Kommentarsektion. Wir sehen uns Samstag wieder. Bis dahin, ciao.